Das Wetter perfekt, die Stimmung im Stadion gigantisch. Die Erwartungen riesig und bei den Hauptprotagonisten pumpt jetzt das Adrenalin. Auf der einen Seite steht der Serienmeister, das Schweizer Aushängeschild im Clubfußball, der FC Basel. Dieses Team mit großer Erfahrung und toller Qualität. Und gefordert wird der FCB vom Köpp-Giganten aus dem Kanton Wallis. Die unbesiegbaren Zitterner wollen ihren Nimbus der Ungeschlagenheit im Finale mit bekannten Tugenden wahren. Emotionen, Leidenschaft, Kampf und Siegeswille. Basel gegen Sion. Sieg oder Niederlage, alles oder nichts. Es ist mit das Beste, was der Schweizer Fußball im Moment zu bieten hat. Hier stehen sie, die Finalisten. Und das ist die Trophäe, die Sondertrophäe. Der Sieger wird sie in 90 Minuten in die Höhe stemmen können. Jetzt ist alles bereit. Also noch einmal durchgezählt und dann ist alles bereit für das Endspiel 2017. Der FCB mit dem Anstoß in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Die Sitterner als Auswärtsteam in Weiß und Rot. Erster Ballkontakt für Dumbia. Delgado. Oh, Mikljuschki mit einem leichten Zögern. Lang. Delgado liefert den Ball. Und der FC Basel müsste hier in Führung gehen. Beste und bisher einzige Torchance vergeben von Elionussi, der wohl noch als letzter am Ball dran gewesen ist. Dicke Möglichkeit. Kevin Costa. Gleitet da Bamodou weg und jetzt Dumbia und die Möglichkeit zur Führung. Der FCB markiert das 1-0 in der 47. Minute. Ein Sitterner rutscht aus, der FCB profitiert und geht hier in Führung. Ein kapitaler Bock hier zu sehen. Schrumpfs, da ist die Bananenschale und dann Offside oder nicht, Sedou Dumbia legt den Ball zurück. Und Matias Delgado markiert hier den Führungstreffer. Sechsmal Meister mit dem FC Basel, aber noch nie Cup-Sieger. Der Captain also löst hier den Knoten. Und jetzt kommt der FCB mit Steffen. Und den 2-0, ein Abballer und dann Traoré, wieder ein Fehler, der eigentlich nicht passieren darf und Traoré, oft gescholten, steht richtig und wohl mit der Spitze boxiert er den Ball über die Linie, 2-0. Steffen. Sieger und dann der Ball, der abspringt. Direkt vor die Füße von Traoré. Unglücklich. Elsatz, Verotic, unfreiwillig, Vorlagengeber und Traoré. Mann, der trifft nun wirklich selten genug. Erster Ballkontakt für Janko, dann das 3-0, Michael Lang. Was für ein Tor. Janko kommt, erster Ballkontakt, legt den Ball auf für Michael Lang und der Schrumpfs. Das muss es dann gewesen sein. Kein Offside, nicht konsequent verteidigt und brillant abgeschlossen. Michael Lang
veredelt diesen Angriff. Basel-Sion 3:0 und der Sieg geht absolut in Ordnung. Der FC Basel ist Schweizer Cup-Sieger 2017. Der 12. Cup-Titel bei der 21. Cup-Final-Teilnahme. Man sollte den Begriff historisch nicht überstrapazieren, aber der FCB gewinnt als erste Mannschaft überhaupt einen Cup-Final gegen Sion. Das ist definitiv geschichtsträchtig.